Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play. Jetzt wollte ich schon sagen League of Legends. Nein, World of Warcraft natürlich. Und, ja, hier sehen wir gerade schon einen anderen Schurken, der schön gerade diesen Apotheker umgebracht hat, den ich eigentlich eben killen wollte. Naja, macht nix, alles klar. Den Apotheker brauchen wir eh nicht, zumindest noch nicht. Kann sein, dass wir den gleich brauchen für irgendeine Quest oder später. Wir machen hier noch weiter, müssen noch diesen widerlichen Schleim einsammeln, von dem wir noch nicht alle hatten. Will der weglaufen? Mal ernsthaft hier. So, haben die auch? Die haben auch diesen widerlichen Schleim bei sich. Ja, mit seinen 3 Milliarden Ohrringen, die er hat. So, wir haben alle Quests... Nee, da ist noch was. 10 Faulhaufuf, wie auch immer. Ich glaube, der ist da drüben. Der andere Schurke hat nämlich übrigens eben schön die Kopfnuss eingesetzt. Die wir auch mal benutzen könnten hier so. Zack. Oder hier so. Zack. Dann kann man nämlich einfach schön durch die durchlaufen, ohne dass wir ihm was machen. Da drüben ist er, der Knecht. Zenfaulhof. Oder wie ich ihn nenne, toter Faulhof. Hat ihn auch gebraucht. Gut, wir haben zusammen umgeknüppelt. Alles klar, aber dass ich ihn nicht gesehen habe. Gut, ich habe ja gesehen, dass irgendwoher diese Kopfnussteile kamen, die nicht von mir waren. Das war dann eher. So, jetzt haben wir das ja alles erledigt. Wir killen jetzt hier mal nichts, sondern verpassen dem nur mal eine. Und dem einfach nur, weil wir es können. Zack. Da haben wir einen Magier. Reviant, der Magier. So, wir sind jetzt wieder aus der Höhle draußen. Und schauen mal, wo wir jetzt unsere Quest abgeben. Wieder zurück nach... Genau, nach Lordaenei müssen wir zurück. Das heißt, laufen! Oh Gott. Ich wollte da jetzt gerade drüber springen, aber das hätten wir nicht geschafft. Wir wären gnadenlos abgekackt. Hui! Schade, dass mir der Shadow Step noch fehlt. Mit dem Shadow Step kann man hier eine ganz tolle Sache machen. Alter, der Bär chargt mich an! Und ich muss ihn verprügeln, deswegen. Kirschner nicht vergessen? Haben wir ja beim letzten Mal gelernt, dass wir es nicht vergessen dürfen. So toll, dass ich auch den Bären den Kopfnuss geben kann. Ha! Zack! Steht er da. Kommt nicht mehr auf sein Leben klar. Oh komm, den da hauen wir um. So, jetzt haben wir schon Kirschner Skill 5, 49, also fast 50. Jetzt holen wir uns den einen noch, dann haben wir die 50. Was tötet der denn da? Oh, er hat gegen so eine Ratte gekämpft. Jetzt habe ich hier so ein komisches Gift auf mir gehabt in dem kurzen Moment. So, jetzt haben wir Kirschner Skill 50. Lederverarbeitung leider noch nicht ganz so viel. Da müssen wir mal demnächst weitermachen. Machen wir aber am besten wieder, wenn wir in der Hauptstadt sind. Bei einem Lehrer. Ich merke gerade, ich habe ja auch gar kein Gift mehr auf meinen Waffen. Uah, ich so ein Idiot. Bin ich so ein Idiot? Okay. Da können wir ja unsere Quest jetzt abgeben. Alter, der Baumwacher war doch vorhin noch da hinten. Jetzt ist er hier. Kranker Scheiß, Mann. So, bei dem wollten wir... Was wollten wir da? Da haben wir den Stab, weil das das teuerste ist. Und hier haben wir einiges zum Abgeben. So, erstmal hier die schöne Brust mit Ausdauer und Beweglichkeit drauf. Den nehmen wir.
Das klappt nur Gold, beziehungsweise Silber, das ebenso. Alles klar, hier alle Quests abgeschlossen bei den zwei. Ziehen wir uns den Brust mal an. So. Viel besser. Ich würde sagen, wir suchen jetzt mal gerade jemanden, bei dem wir hier verkaufen können. Bei dem Schmied am besten. Reparieren wir auch gleich mal noch. Kommt alles weg hier. Weg. Tigerauge brauchen wir nicht. Weg. Balk behalten wir. Das Fleisch weg. Das weg. Verdorbener Lederfetzen. Behalten wir mal noch. Das kommt weg auf jeden Fall. Weg. Muschelfleisch weg. Alles weg hier. So. Das auch. Zwei Sachen sollten auch weg. Los. So. Jetzt passt's wieder. Wir haben schon zwei Gold zusammen. Yes! So, und hier die Windläuferin Glinda Nalchaye. Oder Nalchea. Ach, wie auch immer. Löscht die letzte Flamme von Bashar Aran aus. Okay, werden wir tun. Aber erstmal noch schauen, was es da noch für Aufgaben gibt. Gute Frage, mit was soll ich denn jetzt eigentlich das Feuer löschen, wenn ich, wenn sie schon sagt, ich soll es löschen gehen. Aber hier gibt es schicke Radlerhosen. Befreit den Geist von Anaya Dämmerfluch und erhaltet ihren Anhänger. Alles klar. Und er hier, der Volkor, der ist am Pennen, der ist schwer verletzt. Findet Grimmklaue. Okay. Ich bin einfach immer hier derjenige, der irgendwen sucht und finden soll. Dafür müssen wir jetzt diesmal runter. Da geben wir mal Gas. Da soll Grimmklaue sein. Grimmklaue, was ist der wohl? Ist da, steht da irgendwas von wegen Wasser ist? Hier, Anaya Dämmerflucht, da müsste eigentlich ein Bild sein. Ist aber keins. Bei den anderen auch nicht. So Mist. Auf dem Weg bleiben wäre vielleicht eine Idee, dann kommen wir da auch rüber. Ach, ich bin es jetzt schon leid, dass ich hier keinen Mount habe, mit dem ich mich schneller fortbewegen kann. Was macht er da? Den Kranichkick oder wie das da aussieht. Nee, die stehen einfach da. Gut, dann lasse ich sie da stehen. Wenn ihr wollt, kann ich euch mal gerade jetzt mal so, wo wir gerade schon hier sind, gegen so ein schwaches Tier mal so einen Haustierkampf zeigen. Würde dann wie folgt aussehen. Erinnert halt ganz stark irgendwie so an Pokémon fast. So, ich muss kämpfen hier. Kamera kann ich noch ein bisschen rumdrehen, wie ich will. So, das Eichhörnchen ist Level 3. Mein Aufziehroboter jetzt Level 19 mittlerweile schon. Was haben wir hier? Metallfaust. Wildtiere gibt's mehr Schaden. Oh, ich habe es kaputt gehauen. Das war's dann auch schon. Ich habe gewonnen. Gibt aber auch keine EP mehr. Nun gut. War nun mal zur kurzen Demonstration. Zur wirklich sehr kurzen Demonstration. Wenn euch das mal interessieren sollte, schreibt es einfach in die Kommentare, dann kann ich ja mal so eine Folge vielleicht damit verbringen, ein bisschen Haustierkämpfe zu machen oder so, wenn ihr das denn wollt. Wenn ihr sonst auch irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwas wissen wollt oder so, immer raus damit. Da kann ich auch gerade mal noch was erzählen, und zwar habe ich da bald was geplant, und zwar werde ich jemanden haben, der hier so kleine Gastmoderationen hier bei mir machen wird, so ab und an mal. Nicht in jeder Folge, aber so ab und an mal. Und wir wollen uns dann halt auf irgendetwas festlegen, worüber wir sprechen. Was sich aber halt alles hier um die Geschichte von World of Warcraft dreht oder generell Warcraft. Sei es irgendwelche Namen von den Servern, die es gibt. Zum Beispiel Mal'Ganis. Mal'Ganis ist eine Person, über die man schon ganz viel erzählen könnte. Und wenn euch sowas dann interessiert, lasst mich das doch wissen oder gebt uns doch mal einen Anreiz, was ihr vielleicht wissen wollt. Und dann können wir da ja näher drauf eingehen. So, jetzt habe ich hier gerade noch eine Quest bekommen, habe gar nicht gelesen, was ich machen muss. Was war es denn? Löscht die Flammen, bla bla bla. Ja, genau, das hier. Verfluchte Hochgeborene töten.
Das sind diese schrägen Geister hier. Die ja jetzt mal wieder keine große Herausforderung da für uns darstellen. Ja, schreie nur! Echt bitter, dass ich sie schon one-hitte. Oh Mann. Das ist ja echt hart. Ich kann das nicht angreifen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Also mit Hinterhalt machen wir schon ziemlich fiesen Schaden, wie man manchmal sieht hier. Kommt schön viel Leinenstoff. Das ist gut. Ich muss lernen. Das ist beim Laggen ist es ziemlich schwer, hinter den Gegner zu kommen. So, da oben ist übrigens jemand, den wir töten sollen. Jetzt wurde da gerade auf der Karte den Totenkopf angezeigt. So, von dem brauchen wir auch noch, von diesem verfluchten Hochgeborene. Eine muss noch sterben. Und da hinten sieht man den übelsten Tornado. Ah, da ist jemand. Anaya, das ist Anaya Dämmerflucht. Die hauen wir jetzt mal ziemlich schnell um. Sehr schnell. War auch ein One-Hit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Schurke sein macht doch schon Spaß. So, hier unten noch so eine Banshee und dann haben wir sie alle. So. Können wir von hier verschwinden? Jetzt müssen wir da oben noch was machen. Was war das denn? Die Flammen löschen, genau. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Soll das diese Flamme sein? Jo, das ist die letzte Flamme. Das ist zu weit entfernt. Die letzte Flamme von Bashar al-Aran. Haben wir jetzt schön gelöscht? Ja, super. Natürlich kommen da erstmal nochmal zwei an, die mich dafür verprügeln wollen, dass ich ihre Flamme gelöscht habe. Tuck. So, dann kann ich hier die Quest nochmal abgeben. Aria Herbstlicht heißt sie. Ich bin geehrt. So, und ich erreiche damit Level 15. Damit kann ich jetzt meinen ersten Talentpunkt verteilen. Nachtpirscher, erhöht euer Bewegungstempo in Verstohlenheitszustand um 20%. Verursachter Schaden in Verstohlenheit dann auch um 25%. Sehr geil. Ich glaube, wir nehmen auch Nachtpirscher. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Was haben wir denn noch gelernt? Wir haben noch gelernt Taschendiebstahl. Das ist so relativ uninteressant. Dann mache ich einfach mal hier irgendwo eine Seite, wenn wir es wirklich mal brauchen sollten. Ansonsten... Ich glaube, war hier nichts neu. Nee, ich glaube, das war's auch. Alles andere ist hier passiv. Gut, ja. Wir haben, genau, jetzt wurden mittlerweile die Dungeons freigeschaltet. Die werden wir dann bei der nächsten Folge angehen. Die Folge machen wir jetzt hier mal die Quest mal noch zu Ende. Grimmklaue noch finden. Das war noch unsere Aufgabe, die uns gestellt wurde. Hallo, Grimmklaue, wo bist du? Du musst ja hier irgendwo sein. Da unten. Ja, da laufen wir über den Weg.
Sollte doch einfacher gehen. Oh. Hängen geblieben. Wie im echten Leben. Bäh. Da bin ich auch ziemlich hängen geblieben. Nein. So. Hier muss das doch irgendwo sein. Warum bin ich gerade hier hochgelaufen? Ach ja, weil ich dachte, es ging hier rüber. Platsch hat's gemacht. Da bin ich gelandet. Das welkende Dickicht. Da ist er doch. Der Kneggis. Da ist Grimmklaue. Grimmklaue ist ein Bär. Der verletzt ist. Oh, armes Bärchi. So, hier gibt's dann neue Quests. Widerliche Arznei sammelt 6 rauchende... Ja, rauchende Fliegenpilze. Besorgt 3 Schnurrbarthaare eines Mondpischers, 3 Büschel geflecktes Rehhaar und 3 Proben Distelbeerenfell. Aha. Und hier müssen wir irgend so eine komische Lady Janira töten. Und kriegen dafür Stiefel. Yes. Ich würde sagen, dann fangen wir gleich mal mit den Mondpischern an. Ja, das müssten die Mondpischer sein, bei denen es die Sachen gibt. Droppt aber nichts. Da drüben soll es irgendwo sein. Ein Dunkelküstenhirsch. Geflecktes Reh. Sollen wir einfach die gefleckten Rehe komplett einstecken? Sieht so aus, da ist ein Taschensymbol. Ja, wir stecken einfach die gefleckten Rehe ein. ob wir nur ein Büschel gefleckte Rehhaare brauchen oder gleich ein ganzes Reh, scheiß drauf. Da wird das Reh einfach mitgenommen. Ich meine, wir haben doch genug Platz in den Taschen. Warum nicht? So, ernsthaft hier? Ja. Nichts Schlimmeres, wie irgendwas im Wasser machen zu müssen. Da sind die Naga. Also wird hier auch diese komische Naga-Frau rumlaufen, die wir töten sollen. Ach, hier sind die rauchenden Fliegenpilze. Natürlich müssen wir dafür halt Naga verprügeln. Gut, sind aber kein großes Hindernis. Da hinten sehe ich ja schon den Totenkopf. Auf der Karte, da müssen wir gleich dann mal hin. Aber zuerst einmal. So, man merkt, im Unsichtbaren sind wir viel schneller als vorher. Ist echt geil, dieser Skill. Und echt praktisch. Diese Späher der Dunkelschuppen halten auch gar nichts aus. Und vor allem, ich meine, das sind Späher, die sollten mich eigentlich sehen. Dafür sind sie doch Späher. Sie sollten doch sehen, wenn die Gegner kommen. Und das tun sie leider nicht. Wieder so ein schöner One-Hit. Und wir haben Muster für feine Lederstiefel bekommen. Das können wir sogar jetzt schon erlernen. Nein, können wir nicht, aber beim Lederskill von 90. Also behalten wir das Rezept. So. Letzten Pilz hier eingestopft. Dann töten wir jetzt mal noch die Tante Lady Janira hier. Da benutzen wir eine Kopfnuss, damit wir auch hinten dran kommen. Und dann schauen wir mal, ob sie auch ein One-Hit ist. Na, nicht ganz. 2 Hits hat sie ausgehalten. Damit ist ihr Leben beendet. Und wir brauchen noch... Was brauchen wir noch? Die Schnurrbarthaare, Distelbeerenfell... und das andere war hier. Das war die 2. Siechende Enz gerufen, hä?
aus diesen toten Nagern kann man Ents entspringen lassen. Das war das, was ich noch machen sollte. Dann machen wir das hier mal noch bei all denen, die ich getötet habe. Das ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht so, benutzen. Haben wir das auch mal gemacht. Die kämpfen jetzt gegen die Nager. Schön. Jetzt wieder zurück zum Schnurrbartfell-Gedöns, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, denn die Zeit ist schon wieder rum. Mal gerade auf die Uhr geachtet. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde sagen, wir sehen uns. Ciao, ciao!